Hi, mein Name ist Mario von Bacher. Ich erkläre euch heute den Arbeitsplatz für unseren Porsche GT3 R. Zum einen das Lenkrad hier. Wir haben, wie ihr seht, quasi mehr Funktionen als wie hier am Straßenauto zum Beispiel. Wir haben zum Beispiel hier im Radio, wo wir mit der Boxencrew dann quasi kommunizieren. Ein Peak-Speed Limiter, dass wir nicht schneller als 60 km/h fahren in der Boxengasse. Traktionskontrolle, die oberen zwei roten Knöpfe. Und die anderen Knöpfe sind jetzt weniger wichtig, aber die haben alle Funktionen wie zum Beispiel Lichter, Scheibenwischer und so weiter. Dann haben wir hier Schaltwippen seit letztem Jahr, wo wir es auf der rechten Seite hochschalten, auf der linken Seite runterschalten. Im Display quasi haben wir verschiedene Möglichkeiten, uns schlau zu machen über das Auto, wie zum Beispiel Wassertemperatur oder wie die Öltemperatur ist, wie der Öldruck ist und so weiter und so fort. Dann haben wir auch eine Rundenzeit, wo uns hier jede Runde geliefert wird. Die Ganganzeige hier in der Mitte, die große 0 Grad eben, also neutral. Links daneben die Geschwindigkeitsanzeige und dieses Band, beziehungsweise die LEDs hier oben, sind einfach fürs Schalten zuständig. Also es baut sich dann quasi nacheinander auf. Fängt mit grün an, dann geht es weiter mit gelb und danach mit rot. Und bei rot müssten wir normalerweise immer hochschalten, sollten wir zumindest. dann hier nebendran haben wir einen Bremsbalanceverstellen, verschiedene Knöpfe wie zum Beispiel Zündung, Feuerlöscher, ein ID-Switch, also können wir von Nathan zum Beispiel bis Fahrer 2, können wir von Fahrer 2 auf Fahrer 1, das bin dann ich, wechseln, das ist dann für das Fernsehen besser nachvollziehbar ist, wer im Auto drin sitzt. Und. Also ihr seht, dass da relativ viel Technik in so ein Rennauto verbaut ist. Also es ist nicht nur nacktes Blech, sondern auch viel Technik und Technologie, die wohl immer ausprobiert wird. Und das ist eine ganz besondere Ehre auf jeden Fall, dass ihr jedes Mal am Wochenende bewegen zu dürfen. Und jetzt schauen wir einfach, dass es morgen besser läuft, dass wir gut in die Punkte reinkommen und dass wir einfach einen guten Abschluss haben hier am Red Bull Ring.